Damit wieder ein recht herzliches Willkommen. Wieder zurück zu einer neuen Folge The Evil Within hier auf unserem Kanal. In der letzten Folge haben wir die Folge beendet hier in einem Bossfight. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir den Bossfight so gut wie es geht durchziehen, indem wir jetzt die gespawnten Viecher immer wieder kaputt klatschen. Könnte jetzt ein bisschen aufregend werden und ein wenig actionreich. Sterben ist vorprogrammiert. Viel Spaß beim Zuschauen. So. Schnapp! Nummer 1. LOL, der steht einfach wieder auf. Hallo? Hallo? Du hast uns das angetan! Ja. Da bin ich zu viel gerannt. Muss ich mal ganz klar sagen. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Wenn ich die hier irgendwie auch noch. Wow. Wow, wow, wow. Aua! Du Wichser, Alter. Aua! Warte. Ich brauch mal ganz kurz mal Medizin. Nichts aufnehmen und wieso sind die alle, warum leben die alle wieder? Schnupp. Bitte hört doch einfach mal auf zu spawnen, das wäre awesome! What the fuck? Hab ich's geschafft? Ich hab gar nichts gemacht. Was wollt ihr von mir? Dieses Level war doch jetzt gerade eine reine Munitionsverschwendung. Wirklich, ey, also, jetzt mal ganz ehrlich, wir gucken uns das jetzt mal an. Ich hab. Meine Fresse, Alter. Ich hab echt viel an Moon weggehauen, also. Gut. Laufen wir einfach mal weiter. Wir haben jetzt kaum noch Shotgun-Munition. Wir haben. Du musst was essen, sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder, ich will. Beatrice, wir haben das doch besprochen. Manchmal höre ich seine Stimme. Im Keller. Er klingt so nah. Was? Dort unten ist nichts. Wie oft soll ich das noch sagen? Warum ist er dann immer verschlossen? Warum darf ich nicht runter? Was? Hallo? Jemand da? Hallo. Okay. Ja. Ich will doch noch gar nicht rein. Nein! Okay.
Okay. Damit haben wir Kapitel 9 überlebt. Wir sehen uns gleich wieder bei Kapitel 10. So, angekommen in Kapitel 10 und ja, diese Zeichen da vorne, diese wunderbaren, ich betitel die ja mal als Blair Witch Zeichen, die sind schon mal, ja, die sieht vertrauenserweckend aus, muss man mal so sagen. Ich würde gerne hier nochmal kurz zurück, weil da war nämlich noch eine Tür. Ja, habe ich eiskalt mal verkackt, würde ich sagen. Ja, gut, gehen wir erstmal hier runter in die Katakomben. Was auch immer uns da erwartet. Wahrscheinlich wieder einen Transformationspunkt, wo wir wieder irgendwo anders landen. Wäre jetzt so meine Vermutung. Aber gut. Gut. Ruben. Meint er etwa Ruvik? Die Werkzeuge des Meisters. Sie haben bekommen, was Sie gegeben haben. Und Sie haben einem höheren Ziel gedient, meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Ja. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde, diese Fall. Dieses Ungeziefer, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit allem okay. Hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Gut. Also, Ruvik hat ja Experimente durchgeführt, ne? So viel haben wir ja jetzt in den letzten Folgen mitbekommen, ne? Jetzt leidet er langsam an Größenwahn. Okay, kann man machen. Ne? Wir lesen uns jetzt erstmal hier nochmal eine schöne Notiz durch. Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. Es war Schicksal. War es? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimmen von meinem süßen Jungen. Sein Lachen. Und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Wir haben jetzt hier aber erstmal noch einen Safe Point. Den werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal noch durchführen. Wir werden unsere Stats aufbessern, werden den Schlüssel einlösen und sehen uns gleich wieder. So, damit haben wir jetzt unsere Stats verbessert und mal ein paar Schlüssel eingelöst. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter, was noch so geht. So, wir müssen jetzt hier runter. Okay. What have we here? Okay. Das ist ja mal. Gar nicht mal so unkritisch. Gut, also wir haben jetzt hier so ein paar Fallen. Und irgendwie Gas. What? The fuck ist passiert? Okay, nix. Was auch immer ich jetzt hier gehört und ausgelöst habe. Hallo? Hallo? Schlüssel. So, Munition. War da noch mehr Munition? Warum lasse ich hier Munition liegen? Vor allen Dingen Shotgun-Muni. No. Das werden wir nicht liegen lassen. Nein. Das machen wir nicht. So, was haben wir jetzt hier noch? Das sieht alles nicht so nice aus. Um es mal noch nett zu sagen. Okay. Er möchte nicht gestört werden, wenn er Staub saugt. Du, ne? Dann lass mal dich mal. Ja, wir lassen euch einfach mal alle in Ruhe. Ist doch okay, ist doch okay, ist doch alles easy. Easy
Peasy. Hallo? Hallo! Freunde! Komm doch mal her hier. Yeah! Come on, come on, turn the radio on, it's Friday. Scheiße, ich brauch Deckung. What the f- Ja! Nee, 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 nee. Der jetzt eigentlich auch hier hoch? Jawollo! Fräulein! Bitte gehen Sie wieder runter. Fräulein! Halt's Maul! Warum könnt ihr denn hier hochklettern? Was ist mit euch verkehrt? Warum könnt ihr das alles? Kurz mal nachladen. So, gibt's hier noch jemanden, der Fragen hat? Nö. Aber du hast Fragen, da kann man hingehen. Specki. Wieso kann ich euch nicht mehr... Wow. Wo kommst du denn hier? Hello. Hello. Wow. Hello. Meine Fressen, Alter. Habe ich keine Streichhölzer mehr? Bleibst du liegen? Hallo, ich hab gesagt, du sollst liegen bleiben. Lololo. Ey. Habe ich keine Streichhölzer mehr? Was ist denn hier verkehrt mit euch? So, warte mal. So, ich krieg jetzt den hier ab. Ist mir egal. So, wer hat hier wo Bomben gelegt? Der da hat Bomben gelegt, okay. Das ist ja alles hier ein bisschen aufregend, ist das ja hier. So, Bombe, Bombe. Gibt's denn hier sonst noch was Feines? Hello, hello. Ja, okay. Also, ich gehe mal von aus, das wird ein Quest mit Material sein. Batterie. Diese große Truckbarre-Batterie wird benutzt, um elektrische Ausrüstung bei Stromausfällen zu betreiben. Ja, da habe ich jetzt ganz viel Lust drauf, wenn ich sowas schon lese, wie bei Elektroausfällen. Ach, da ist der Penner. Warte mal, kann ich den hier eigentlich... Gleich, warte mal. So reindrücken? Hello, my friend! Hello, hello, hello! Ja, moin! Ich hätte ihn doch voll getroffen. Du Wichser. Boah. Vogel, Alter. Oh, wegen dem muss ich jetzt wieder eine Medikit nehmen, was ich nicht habe. Ja, ich kann nur das Große nehmen. Scheiße. Ja, ja. Dir geht's mal wieder traumhaft. Also, den haben wir weg. Jetzt ist die große Frage, wie kommen wir da hinten hin? Ja, beruhigen Sie sich. Ey, dass der immer so Ewigkeiten braucht, wenn der auf Drogen ist. Mann, 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 Mann. Das ist doch nicht normal. So, dann gehen wir jetzt mal wieder hier runter. Und gucken mal, was das Karussell noch so mit sich bringt. Oh, guck mal, da hatten wir mal hinten. Hey! Hallo? Hattest du nicht noch eine Axt? Ich wollte gerade sagen, du hast ja noch eine Axt. Ja, und... Nee, 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 wir nehmen die Axt mit. Wir wollen keine Flaschen mitnehmen. Ja, ist klar, was ist denn da für eine Mega-Klinge? Und Sching. Und Sching. Yeah.
Moin. Zum ersten Mal geköpft worden. Das macht natürlich Sinn. Oder auch nicht. Das war mal tricky, Alter. Das war mal nicer, dicer, tricky. Nicer. Da muss man halt, da kann ich mich auch mal selbst beneisen. So, gibt's hier denn noch irgendwie? Irgendwas? Oh, hier gibt's erstmal Streichhölzer. Streichhölzer sind gar nicht so. Ins Gesicht, Junge. Ins Gesicht, in your face, my friend, in your... Willst du mal hier liegen? Du sollst liegen bleiben. So, hier. Ah, ist alles ein bisschen aufregend. Haben wir hier nicht noch was gehabt? Hier hätten wir doch noch gerade was rumzuliegen, oder? Nehmen. Achso, so ein Fläschchen. Können wir das Fläschchen einfach auf ihn werfen? Lol. Okay. Ich würde sagen, mit dieser Bombe, mit meinem wunderbaren Fail, den ich gerade mir geleistet habe, ich bin jetzt mal gespannt, wo mein Safe Point ist. Wenn wir mal ganz kurz reinschauen. Ja, gut. Safe Point ist da, wo wir die Batterie aufgehoben haben. Nice. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder eine kleine Runde Spaß bei einer weiteren Folge The Evil Within. Damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, lasst ein Abo auf jeden Fall bei uns da. Ansonsten gerne ein Like da lassen, ein Abo da lassen und einen Comment. Und wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge. Bis dahin sage ich erstmal reingehauen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Jokes tight.